Aloha, dann geht mal wieder für euch am Start. Heute wieder mit einer Runde MMORPGs zocken, die ich lange nicht mehr gezockt habe, aber nochmal Bock drauf habe. Ich habe mir heute mal ausgesucht, mal wieder in Eternal. War ein richtig geiles MMORPG, was ich damals mal gezockt habe. Also meiner Meinung nach, es ist halt ein kindlich gehaltenes Anime-MMORPG, was mir damals ziemlich viel Spaß gemacht hat neben World of Warcraft. Und wo ich mir gedacht habe, komm, fetz mal einfach rein. Das MMORPG hat natürlich Vorzüge, was andere nicht haben. Deswegen habe ich es auch damals gespielt. So, ich habe natürlich nur einen Charakter. Ich hatte damals einen anderen Account, der war komplett ausgelevelt und so weiter und so fort. Und dann kam ja das Deutsche in Eternal raus, was allerdings dann dazu geführt hat, dass ich vom Englischen aufs Deutsche eigentlich übertragen habe, aber das hat nicht so richtig geklappt. Und dann war mein englischer Charakter auf einmal weg, der war komplett ausgelevelt. Ja, war dann Pech für mich. Kann man aber überhaupt nichts machen. Jetzt habe ich mir wieder, und zwar, naja, jetzt vor, glaube ich, einem halben Jahr oder Jahr, habe ich mir mal wieder einen 55er hier auf dem Englischen hochgelevelt, da die deutschen Server damals dicht gemacht haben. Und ich würde sagen, ich logge mal einfach ein. Ja, ich habe einen weiblichen Charakter, ich weiß. Und sogar Item-Shop-Zeug drauf. Einmal für 5 Euro wahrscheinlich eingekauft. So, natürlich habt ihr hier die Auswahl, dass ihr hier ein Passwort bei Charakter reinmachen könnt. Ich finde das einfach richtig geil, weil ohne dieses Passwort kann keiner auf diesen Charakter joinen, Sachen runterholen wie Gold oder sonst irgendwas. Ich bin hier natürlich einer der ärmsten überhaupt auf dem Server und ja. Wie war denn das Passwort nochmal? Ich hoffe, das war's. Ja! Und schon drin. Aber wenn ich mich an die Zeiten hier zurückerinnere von diesem MMORPG, es war einfach richtig Hammer. Ich habe immer Spaß gehabt. Natürlich auch mit anderen gezockt, mit meiner Schwester oder mit sonst irgendwem gezockt. So. Oh, mein Viech. Ja. Müsste ich, glaube ich, alle Quests soweit angenommen haben. Ah, meine Questliste, wo ist die? Ah, der Chat ist schon wieder. Ich muss mich hier noch ein bisschen einfinden, ich muss mich hier noch mal ein bisschen zurechtfinden, dass ich weiß, wie, wo, was, wann. Ah, da kann man nicht runter, das ist eine Sperre. Dann gehen wir nochmal da zurück. Ja, wie gesagt, das MMORPG hat mir halt richtig viel Spaß gemacht. Andere Maustaste, okay. Battery All. Was haben wir hier? Huh. Boah, ja, Leute, ich muss mich ja echt mal noch so ein bisschen zurechtfinden, aber ich glaube, ich verkaufe das Zeug hier einfach mal lieber. Hat zwar ein bisschen mehr Stats oder so, aber das, was ich anhabe, ist ein Set, sehe ich gerade. Vor allem. Ja, ich bleib lieber besser jetzt. So. Oh, Tränke. Tun wir mal hier runter. Ah, ich will es loswerden. Soulkristall. Oh, das Schwert will ich aber, glaube ich, nicht loswerden. Da bin ich aber nicht sicher. Enchant. Ja, ich habe das Spiel schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich müsste mich da erst wieder ein bisschen reinfuchsen mit dem ganzen Zeug. Was ist das überhaupt für ein Level? Ich glaube 50er, ne? Ja, das ist 50er. Puh. Boah, leck. Wie gesagt, ich kenne mich hier fast kaum noch aus. Ich muss mich auch ein bisschen reinlesen und ein bisschen reinfuchsen wieder. Dann haben wir auch noch Trinke. Aber das sind aber Itemshop-Trinke da unten. Zweier. Oh, hier haben wir noch Glücksbringer. Einmal für Klassen-XP und einmal für normale XP. War der CP Charmed. Also das ist für normale XP, das da ist für die Klassen-XP. Also falls ihr Eternal nicht kennt, hier unten haben wir zwei Levelbalken. Das heißt einmal hier für unser Normallevel der Levelbalken und für die Klasse der Levelbalken. Das heißt, ihr könnt hier auf einem Charakter viele verschiedene Klassen machen. Zeige ich euch mal, wenn ihr wollt. Hier. Da habt ihr alle Klassen, die es hier in diesem MMORPG gibt, vorhanden. Die könnt ihr ausleveln oder durchleveln oder ausprobieren, welcher Charakter euch am besten passt.
Ich bin natürlich wie immer lieber Bogi, entweder Krieger oder Bogi. Ich wollte ja eigentlich mal den Tempelritter machen, aber wie ihr seht, von wegen, ich hatte natürlich mal einen Tempelritter, Class Requestment. Ich brauche erstmal Charakter Level 60, ich bin Level 55. Dann brauche ich einen Charakter, also einen Knight Level 45 und einen Kleriker Level 45. So, mein Knight ist Level 45, mein Kleriker ist Level 30. Na schön. Und Kleriker ist die behinderste Klasse zum Leveln überhaupt. Also du kommst nicht voran. Also bräuchte ich nur noch ein 45er Klerik und Level 60 und ich könnte dann meinen geliebten Tempelritter machen. Den Dragon Knight, den fand ich nicht so wirklich krass. Oh, fand ich nicht so toll. Der Dieb kann sich natürlich unsichtbar machen. Für unseren ne, brauche ich Charakter Level 50. Einen Bade Level 35. 22, okay. Man sieht, ich habe hier noch mal ein bisschen die Klassen ein bisschen durchgelevelt. Was ist das für einer? Okay. Der sagt mir jetzt gar nichts. Ich glaube, das ist einer von den neuen Klassen. Weil damals hat es mal neue Klassen gegeben. Zum Beispiel er hier sagt mir nichts. Der Mimik sagt mir überhaupt nichts. Der Dragon Knight, den habe ich noch miterlebt. Der Samurai habe ich auch nie wirklich gemacht. Habe ich, glaube ich, mal gespielt oder so. Ja, habe ich mal gespielt, aber ich habe nie wirklich irgendwas gemacht mit dem. Ingenieur ist auch noch ganz geil. Wenn ihr wollt, kann ich das euch mal zeigen, ganz kurz. Das habe ich zum Ingenieur geswitcht. Das ist auch eine Jägerklasse, also gehört zu der Jägerklasse. Ingenieur, kann man was richtig Geiles machen. Und zwar normalerweise, also da müsste ich euch erstmal den Bogi ein bisschen zeigen. Das mache ich auch vorher. Und dann könnt ihr auch den Unterschied zum Ingenieur. Achso, ich muss noch ein bisschen warten, bis die Zeit vorbei ist. So, jetzt. So, hier mein Tiger wieder spawnen. So, gehen wir mal ein paar Mobs kloppen, würde ich sagen. So, gehen wir mal da hinten raus ein paar Mobs kloppen. So, hier haben wir eine Flächenaue, eine kleine. Die kann man stacken. Wenn ich die jetzt nochmal rauf haue, wird die nochmal auf diesen Mob gesteckt und ist zweifach, oder? Also irgendwas. Oder? Ne, ich weiß nicht mehr genau. Ne, das war eine andere, die man stacken kann. Auf jeden Fall sind die Mobs hier für mich low. Ich mache die schneller fertig, als ich gucken kann. Wie gesagt, hat man eine kleine AOE, die ein bisschen was abzieht. Ihr habt doch diverse Fesselungszauber. Oh, der hat jetzt nicht geklappt. Da kommt der anhalten. Und diverse andere Schwächungszauber und so etwas und Stärkezauber, also Stärke, die ihr machen könnt. Ihr könnt auch hier euer Tiger nochmal heilen. Also ist es richtig Hammer. Und dann gibt es auch noch den Rage Mode für den Tiger. Ich klicke jetzt hier zum Beispiel an. Versetzt meinen Tiger in diesen Rage Mode und schick ihn rauf. So habe ich schon einige Bosse in Dungeons gekämpft, hinten drauf gehauen und mit dem Tiger vorne weg, weg, weg und zack. Es gibt aber auch noch andere Sachen zu beachten hier bei diesem MMORPG, wie zum Beispiel Trophäen, die ihr euch zur Stärkung und zur Stärkung reintun könnt. In euer Charakterfenster. Na? Ja, hier habe ich zwei Trophäen drin. Manche Trophäen sind schlechter, andere Trophäen sind besser. Es gibt auch Trophäen, die sind im Low-Level besser als die im High-Level. Weil die andere Stats zum Teil haben und auch besser gedingselt sind. Keine Ahnung. Weiß ich mal genau. So. Und hier mal das. Ne, mit Eis sieht's besser aus. Ah, bleibt da drauf. So. Wupp. Na, gehen wir nochmal weg. Natürlich ist das in einem ORPG auch nochmal alles auf Englisch. Ich kann es euch nicht wirklich übersetzen. Weil ich nicht sehr gut Englisch kann. Ich habe halt das Spiel damals auf Englisch angefangen. Habe mich immer ein bisschen durchgefuchst und so weiter und so fort. Und habe dann gewusst, was welche Triggerwörter heißen. Und was die Skills und sowas so zum Teil bedeuten. Das kann man auch ein bisschen rauslesen. Oder auch mit Google-Übersetzer habe ich sehr viel gearbeitet. So. Oh, ich glaube, mein Stream läuft gerade nicht richtig rund.
Ja, irgendwas scheint jetzt nicht richtig mit meinem Stream zu laufen. Ich werde das hier auch ganz nochmal auf YouTube hochladen. Ich habe nochmal Aufnahme gesetzt. Also ist der Stream nicht verloren. Kann ich mal so sagen. Ich werde ganz kurz die Streamaufnahme noch. Ich werde ganz kurz den Stream. Nein. Wieder nochmal. Irgendwas hat sich jetzt gerade aufgehängt. Ich weiß nicht was. Ja, ich werde mal ganz kurz hingehen und werde den Stream beenden und werde nochmal starten. Oh, da klappt irgendwas überhaupt nicht.